Ein Ehepaar meldet einen Einbruch in sein Haus in Köln-Bickendorf. Die Lage vor Ort eskaliert gerade, als Michael Weber und Tim Gruber eintreffen. Hey! Die Polizei! Hallo! Stopp! Die Polizei! Stopp! Der dreht sich durch! Da stehen bleiben! Was läufst du im Haus rum, Alter? Was hast du hier gemacht? Der hat dich niedergeschlagen! Abstand! Ich hab dich für einen Einbrecher gehalten! Idiot! Ich wollte dein Haus beschützen, du Mann! Jetzt alle mal beruhigen! Hallo! Alle mal ruhig! Alle mal ruhig! Runterfahren! Was ist hier los? So! Wer sind Sie? Was können Sie mal sagen? Ja, stellen Sie mal oben auf die Treppe, bitte. Das ist mir zu nah. Nee, Sie nicht, Sie können nicht stehen. Ich bin die Lena Köppers. Okay. Das ist mein Mann Rick. Wir hatten hier folgendes Problem. Wir sind von der Arbeit nach Hause gekommen und haben gedacht, dass ein Einbrecher vor Ort ist. Okay. Die Tür stand offen. Ja. Wir sind natürlich direkt rein. Und als wir ein Geräusch gehört haben, ist Rick vor und hat sofort den Baseball... Eishockey-Schläger genommen und ihm einen übergebracht, weil ich für einen Einbrecher gehalten habe. Das ist unser Nachbar, aber das habe ich drin nicht gesehen. Bin halt. Ja, okay. Wir haben heute Morgen extra alles abgeschlossen. Wir waren sicher, dass das nicht sein kann, dass da jetzt jemand drin ist. Was machen Sie da drin? Ich habe da jemanden vorbeihuschen gesehen bei Ihnen im Haus. Okay. Und da ich einen Zweitschlüssel vor denen habe, weil ich öfter mal nach Post gucken muss und seine Blumen gießen muss, weil ich ja freundlicherweise immer mache, habe ich mir dann Zutritt in seine Wohnung geschafft, wollte nach dem Rechten sehen, was da los ist, weil ich bilde mir ein, ich habe eine Person gesehen. Stimmt das? Und dann gehe ich da rein und er kommt von hinten und schlägt mich nieder. Wann haben Sie denn erkannt, dass das Ihr Nachbar ist? Hier draußen erst, vor der Tür, als ich das so richtig wahrgenommen habe. Aber das war ja immer noch in der Eskalation, als wir hier hinkamen. Ja, sie war ja natürlich aufgeregt, ja? Ja, die Tür offen steht, ist es ja auch ungewöhnlich. Ja. So. Das ist ja auch nicht der erste Vorfall. Richtig, und das kommt noch dazu. Was heißt das? Wir haben hier seit einer Woche merkwürdige Vorfälle. Also wir gehen vor der Arbeit raus natürlich, schließen alles ab, Lichter aus, kommen nach Hause, da ist das Licht plötzlich an, der Ofen ist geöffnet, das Wasser läuft. Seit einer Woche haben wir das, Ulf. Also, bist du das die ganze Zeit gewesen? Da habe ich absolut nichts mit zu tun. Wie gesagt, ich bin nur immer bei euch reingegangen, wenn ich mal nach Forst gucken musste, wenn ihr im Urlaub wart, mal die Blumen gegossen. Heute nur, weil ich jemanden gesehen habe. Was kriegst du denn da gerade für eine Jacke? Das ist doch meine Jacke. Ja, die habe ich dir vor 2 Jahren gemacht. Sie haben die gemacht? Da irrst du dich. Das ist meine Jacke, da musst du dich irren. Okay. Ja, Moment, bestimmt nicht. Wir haben die ja in die Altkleidersammlung entsorgt eigentlich. Ja, aber wie kommt er denn da ran? Das ist doch schon sehr merkwürdig, findest du nicht? Auf jeden Fall. Und ich meine, also das kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Haben Sie jetzt die Altkleidersäcke durchsucht oder was? Ist da noch was? Ja, genau, was kommt denn hier? Ja, ich geh mal gucken. Sie gucken hier rüber. Was, wollen Sie was sagen dazu? Oder was haben wir denn hier? Das ist mein Pulli. Okay, wir machen das. Das ist auch Ihr Pulli, okay. Der war definitiv nicht im Altkleidersack. Hast du den nicht entsorgt? Nein, 100%. Buttergebäck, Apfel? Ja, hier, das sind die Sachen, die bei uns weggekommen sind. Ach, jetzt hört auf. Das wissen Sie noch? Vor 3 Tagen habe ich das eingekauft und ich habe dich noch gefragt, ob du es gegessen hast. Ich habe es dir nicht geglaubt. Ja, ich merke es. Und das ist jetzt seine Mülltonne? Ja. Nicht Ihre Mülltonne, seine Mülltonne. Das sehe ich jetzt auch zum allerersten Mal. Also ich habe das Zeug hier nicht reingeschmissen. Ulf, bitte. Ja, woher ist der Pullover jetzt? Ja, wo haben Sie ihn her? Oder die Jacke? Schießen mal los. Wie soll ich das sagen? Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe vor kurzem meinen Job verloren. Ich bin knapp bei Kasse und dann habe ich diesen alten Kleidersack gesehen und die wollten die Sachen wegschmeißen. Ich kann mir zurzeit keine neuen Sachen leisten und da habe ich den Sack geklaut. Gut, alles klar. Also das war wirklich ein Altkleider. Das war definitiv so. Und der Pullover auch? Das kann ich mir nicht erklären. Der Pullover auch? Oder? Nein, der Pullover nicht. Auf keinen Fall. Wo ist der Pullover jetzt her? Das kann ich wirklich nicht sagen. Seht ihr zum allerersten Mal diesen Pulli. Auch die ganzen Essensresten habe ich da nicht reingeworfen. Wir gehen jetzt mal ins Haus und gucken, ob da noch einer drin ist. Ja? Dann würde ich Sie bitten, ist Ihr Haus, aber wir gehen mal gucken. Ja? Wenn der Nachbar wirklich unschuldig sein sollte, wer spukt dann im Haus des Ehepaars herum? Auf die Kommissare wirkt es so, als würde jemand in der Abwesenheit der Hauseigentümer regelrecht dort wohnen. Sie waren noch nicht im Haus, haben Sie gesagt. Nein. Sie sind gerade nach Hause gekommen. Genau. Wir waren gerade geparkt, am Aussteigen und... Okay. Also schon verwundert, darf er sitzen da? Ja, bitte. Ja? Okay. Der ist ja Bekannter des Hauses. Wie lange läuft das jetzt schon? Wie lange haben wir Schlüssel? Ja, brauchen Sie Krankenwagen. Da kann ich drauf verzichten. Aber er könnte sich vielleicht mal bei mir entschuldigen, das wäre vielleicht mal ganz toll. Ja. Ulf, sorry, das klärt sich jetzt hoffentlich alles. Okay, also mal ganz kurz. Wir haben jetzt keine weiteren Personen soweit hier und oben festgestellt. Okay. Oben ist aber auch die Badewanne voller Wasser. Also irgendjemand hat sich ein Bad eingelassen. Also ich habe mir kein Bad eingelassen. Ich auch nicht. Ich habe gar keine Zeit für morgen. Der Ofen ist an, eine Pizza ist im Ofen. Hast du was? Eine Flasche Wein ist aufzumachen. Vergessen, oder? Ja, Ulf, ich sag's doch, Ulf. Also ich bitte dich, jetzt Ulf, spricht ja nun alles gegen dich, komm, oder? Ist doch kein Problem. Ich will dir auch sagen, ich würde hier niemals irgendwas machen. Ich habe damit echt nichts zu tun. Okay. Verstehst du auch, was hier los ist? Es würde ja einigermaßen dazu passen, was Sie uns gerade gesagt haben. Das ist im Moment knapp bei Kasse. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich wollte nicht so nach dem Rechten sehen, bis er wieder einen gedonnert hat.
du hättest uns doch sagen können, wenn du Probleme hast. Wir hätten dir vielleicht auch helfen können, aber das ist wirklich ein Vertrauensbruch, ne? Also eine Pizza können wir uns noch leisten zu Hause. Das kann ich mir noch leisten, alles gut. Warst du im Keller? Ne, du warst oben. Ne? Ich gehe in meinem Keller, war zu kurz hier, ja, dann gucke ich mal im Keller. Alles klar. Hallo? Was ist das denn hier? Ein Nachtlager? Tim? Ja? Kommst du mal runter? Guck mal, ich habe hier ein Nachtlager gefunden. Das ist in einem Jan Wesel. Das sieht so aus, als ob hier einer nächtigt. Aha. Nicht, dass das unser unbekannter Mensch ist, der die Pizza macht und Pizza macht, aber warte, wir sind noch in mehr Räume. Wir gucken mal. Also da ist jetzt keiner mehr drin. Okay. Schauen wir mal vorne weiter durch. Nee, safe. Safe? Mhm. Okay. So, lass mich noch mal kurz reingucken. Hier, hast du schon? Nee, warte. Okay. Ja, geh mal da. Nee. Nee. Haben wir hier noch? Oh, hier ist Licht an. Mal rein. Hier ist die Polizei. Polizei! Da sitzt einer. Ja, dann hol mal raus. Hier, aufstehen. Aufstehen. Alles gut, gut. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich sage nichts. Ich habe Ihren Ausweis gefunden. Das Bild stimmt überein. Sagen Sie mir Ihren Namen. Jan Wesel. So, was machen Sie hier? Wir gehen erstmal raus hier. Komm. Das ist ein bisschen eng hier, ne? Kann ich die Waffe wegstecken? Ja. Gut. So, rauskommen. So, kommen Sie mal mit. Jetzt wird's lustig. Wir haben noch jemanden gefunden. Ja. Sag mal, Jan, was machst du denn hier? Doch, einmal hier. Ja, klar, das ist mein Ex-Freund. Platzen. Ich glaube, das ist nicht. Das ist sie gleich schwarz. Also, man hat nichts mehr zu tun. Was, sag mal, was machst du denn? Kann das nicht stimmt. Lena, es tut mir leid. Solltest du nicht auf Weltreise sein? Du hast doch vorgestern noch gepostet aus Lima. War er jetzt im Keller unten? Ja. Bei uns? Ja. Dein Ex bei uns im Keller, ich glaube. Ich habe damit nichts zu tun. Sag mal, Jan, was Herr Wesel. Lena, es tut mir leid. Moment. Herr Wesel, wie lange geht das da denn schon? Lass mal. Lena, kann ich mal ganz kurz. Lena, ich bin vor einer Woche mit einem Frachtschiff aus Panama gekommen. Mhm. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Ja. Meine Familie, alle, ich habe alle. Keiner möchte was mit mir zu tun haben. Okay. Du bist der Einzige, wo ich irgendwie Zuflucht suchen konnte. Und die erste Option war für dich, in meinem Keller zu ziehen? Ja. Sag mal, wie lange bist du denn da schon? Eine Woche circa. Eine Woche? Ja, ich bin hingekommen, da stand die Haustür stand offen. Da. Ja, hier, Schatz, jetzt weiß Bescheid, ne, wo die ganzen Jetzt Sachen wird alles sind. Klar. Das ist doch nicht wahr. Ja, so ein paar Sachen sind noch nicht ganz klar. Also ich kann es nicht glauben. Ich bin auch. Ruhig niedergeschlagen, ne? Ja, und sorry. Hallo. Das, jetzt wegen der Jacke und diesem Pullover in der Mülltonne. Ja. Wie kommen wir denn da jetzt? Ja, die Jacke hat er ja schon gesagt, die ist aus dem Altkleidersack. Ja. Aber wie kommt der Pullover in den Mülleimer? Haben Sie damit was zu tun? Der rote Pullover? Ja, ich wollte die Aufmerksamkeit auf ihn lenken, auf den Nachbar lenken. Und deswegen haben Sie den Pullover bei ihm aus dem Schrank geklaut und in den Mülleimer rumgeschmissen? Ist ja noch schöner. Sag mal, weißt du, was du angerichtet hast? Lena, es tut mir leid. Wollen Sie denn noch was von der Lena oder haben Sie da irgendwie versucht, hier zwischenzubrechen? Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ich habe niemanden mehr hier. Herr Wesel. Ich bin vor drei Jahren weggefahren. Herr Wesel, wie lange haben Sie gedacht, sollte das jetzt laufen? Sollte das jetzt Monate, Jahre, wie lange sollte das denn so gehen? Wir glauben da nicht im Ernst. Die Zeit wäre gekommen, aber. Ja. Also. Der Ex-Freund wird wegen Diebstahl, falscher Verdächtigung und Hausfriedensbruch angezeigt. Aber auch der Ehemann muss für die Körperverletzung an seinem Nachbarn gerade stehen.